Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Strange Days hier. Und wir spielen weiter Mountain Blade. Sargoth ist unser. Und so nebenbei. Ich versuche mich gerade vom Playclaw ein bisschen zu verabschieden. Weil, wie ihr gemerkt habt vielleicht in den ganzen letzten Folgen, mir das so unglaubliche Probleme mit dem Sound gemacht hat. Das hört sich alles scheiße an. Immer mit Rauschen und komischen Geknackse im Hintergrund und so. Und deswegen dachte ich, ich teste mal ein bisschen Fraps an. Auch wenn die Dateien viel, viel größer werden. Mal gucken, wie es so läuft. Das hier ist ein Testvideo, sozusagen. Ich werde auch, denke ich, nur 10 Minuten, ja, 10 Minuten aufnehmen. Das heißt, es wird eine kurze Folge, wenn die überhaupt hochgeht. Ich habe gespeichert im Notfall. Lade ich neu und was weiß ich. Na gut, wo waren wir denn? Sargoth ist unser, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wir können unseren Kram direkt an Sargoth verkaufen. Je nachdem, wie es uns geht's gut. Das heißt, falls wir überfallen werden, schaffen wir das auch. Und danach, ich habe auch gedacht, wir sollten mal vielleicht unsere Frau wieder besuchen. Die ist ja so alleine ein Tier. Und außerdem müssen wir noch in Kurath die Seide abgeben. Und eigentlich könnten wir uns auch neue Seide noch holen und in unserem anderen, in Reavercheck, das hatte, glaube ich, auch. Also wir haben zwei Seiden-Dingsereien, die weniger produktiv arbeiten, als sie könnten. Ah ja, und genau, unser Plan war ja, shit, ja, das war der Plan. Ich hatte eigentlich im letzten Video, glaube ich, gesagt, ich nehme erst wieder auf, wenn Sargoth sicher ist. Das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Na egal, wir wollten eigentlich erst bei Sargoth warten, ja, bis da eine Armee angekommen ist oder so, die das, oh Gott damit, die das verteidigen kann. Weil da im Moment nur 15 Leute drin sind. Oh Gott, ich hab Chivalry gespielt und ich habe die Steuerung von Mountain Blade vergessen. Fuck, fuck, nein, das kann nicht passieren. Oh mein Gott. Warte, nein, was passiert jetzt? Okay. Okay, wir wurden jetzt nicht gefangen genommen. Die haben aber auf jeden Fall uns bestohlen. Ey, ich... was haben die denn gestohlen? Die Seide nicht? Nichts von unserer Ausrüstung? Nur ein bisschen Geld oder was? Na gut, da kann ich mit leben. Ich schwör's euch, ich habe gerade komplett die Steuerung vergessen auf einen Schlag. Und es gerade erst gemerkt, ja. Wir warten, glaube ich, mal, bis Tag ist. Oder wir warten mal hier. Okay. Marketplace. Meine Fresse. War das dumm. Verkaufen das, das, das und das und das. Und das und das und das. Ja, ich glaube, die haben ein bisschen von dem Zeug geklaut. Ich glaube, das war mehr. Ja, da meine ich noch genug Nahrung. Gucken wir mal an der Taverne vorbei. Habe ich meine... Ich weiß nicht, ob es auch an Chivalry liegt, aber mir kommt gerade meine Mausempfindlichkeit viel zu niedrig vor. Aha. Wir gehen gleich mal kurz auf die Straße, nur um ein bisschen rumzutesten. Ich muss mich ja kurz wieder eingewöhnen hier. Okay, nichts hier. Schade. Okay, take a walk around the streets. Darf ich hier überhaupt meine Waffen rausnehmen? Okay. Also doch, ich habe doch recht mit... Ja, rechtes Abwehren. Genau, und mit der... mit den Steuerungstasten entscheide ich, in welche Richtung ich schlage. Na gut, ich hoffe, das genügt. Gottverdammt! Da haben wir gerade einen Sargoth in einem übelst gut gehenden Kampf für uns erobert und dann werde ich von ein paar Banditen verprügelt. Ist doch nicht wahr. Gucken mal, ob wir ein paar neue Leute bekommen. Tuluk folgt uns immer noch, das finde ich auch gut. Einer. Yay. Dann ist gottverdammtes Sargoth zurückerobert. Könnte ein bisschen dankbarer sein. Was tun wir jetzt hier? Ich
echt Angst, wegzugehen. Obwohl, ich glaube, das Risiko ist nicht so groß, dass jetzt echt direkt wieder jemand kommt. Wir gehen weg. Falls es echt nochmal erobert wird, dann wird da auch, dann wird es genau so aussehen wahrscheinlich. Oder höchstens 100 Leute drin und dann können wir es auch leicht zurückholen. Ich riskiere es einfach mal. Kulav. Ich mache in diesem Video, gibt es also in diesem kleinen Video, jetzt wird es keine Schnitte geben. Ich schneide die Ritter und so nicht raus, weil, wie gesagt, ich will erstmal testen, wie Fraps aufnimmt und so. Muss mich dann erstmal eingewöhnen, wie das so funktioniert. Ich habe auf jeden Fall bei einer ganz kurzen Testaufnahme schon gehört, dass der Sound auf jeden Fall besser war. Es war immer noch ein bisschen Rauschen, das liegt, glaube ich, an meinem Mikrofon-Setup. Irgendwas, das kriege ich gerade auch nicht auf die Reihe. Aber dieses blöde Gumgeknister und so im Hintergrund, dieses Klicken oder was auch immer es war, das ist wenigstens weg. Das fand ich am schlimmsten eigentlich. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mich hat's genervt. No. Okay. Okay. Zeig, dass du noch kämpfen kannst, Mann. Ja. Oh, what? Ist mein Schild kaputt gegangen? Nein. Okay. Na gut. Das war schon mal ganz okay. 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 Oh. Oh. Okay. Das war etwas besser als letztes Mal. Nicht viel, aber etwas. Wir warten bis Tag ist. Ich muss eh Energie regenerieren. Cool. So, wir fragen. So, ich glaube, wir müssen denen das ins Inventar tun. Glaube ich. Hi. Inventories. So. Jetzt sollte das nächste Mal aus Kurav der Kram um die 1000 bringen. Wenn ich mich nicht völlig irre. Haben viel Geld. Aber immer noch nicht viel, viel Geld. Macht keinen großen Unterschied. Great Sword. Ich würde nicht gerne mal was Zweihändiges ausprobieren, aber ich sterbe so. So schon so leicht. Das ist irgendwie, glaube ich, keine gute Idee. Wir holen uns noch ein bisschen was zu futtern. Okay. Wie geht's weiter? Wie geht es weiter? Wir sind mit Swordia im Krieg. Tja. Haben wir irgendwelche. Nee, keine Missionen. Raven. Wir können uns mal umgucken in der Nähe von Ravedon. Wir können uns mal hier so ein Schloss ansehen, weil wir können es auf jeden Fall extrem abschminken, dass wir Sargoth zugesprochen bekommen. Ich glaube, das ist denen scheißegal, ob wir das erobert haben. Obwohl, ja, wir haben es ja auch noch nicht mal erobert, offiziell. Wir haben ja, wer war das? Die sind irgendwas mit L. Irgendwie haben wir gesagt, das soll es belagern und haben uns da eigentlich eher angeschlossen. Wie gesagt, ich werde auch wieder viel in Tavernen reingucken ab jetzt. Hätte gerne einen Trainertyp. Bunduk. Ich glaube, Bunduk kann nichts wirklich. Der kann ganz gut kämpfen an sich, aber. Ja, scheiße, ich habe auch vergessen, meine Liste wieder mir zu holen, um zu sehen, wer wen hasst und so. Das bin ich einfach nicht bereit zu riskieren. Gehen wir doch mal hier vorbei. Oh, das ist eroberbar. Eroberbar. Und ich sage euch was, wir machen jetzt unsere Leute voll. Wie viel können wir haben? 91, ja super, wir machen die Leute voll und dann holen wir uns wieder Tuluk, der soll uns folgen und dann holen wir uns das scheiß Schloss. Das können wir jetzt das erste Mal wirklich, können wir der sozusagen Anführer der Belagerung sein.
Es wird natürlich, ich meine, es ist relativ nah. Obwohl, nee, es ist von uns umgeben. Ach, Dirim, stimmt, Dirim gehört jetzt auch uns. Ja, das ist kein Ding, Mann. Das machen wir. Zumbuya, wie geht's dir eigentlich, alte Sau? Elf, na wohl, so muss das sein. Rebakke. King Ragnar. Auch wieder unterwegs. Schön. Das Blöde ist natürlich, wir haben Vaegir. Nein. Ach komm, ja. Dann halt Vaegir. Wir mischen jetzt Vaegir und... Die Vaegir gibt's eh nicht mehr. Wir mischen jetzt einfach Vaegir und Nords. Wieso nicht? Wir hatten immer noch nicht die Gelegenheit, 50 Kavallerie einzusetzen. Vielleicht kommt das dann mal. Das Blöde ist natürlich, dass... Was ist das Blöde? Erklär, was das Blöde ist, wenn du einen Satz anfängst. Ich weiß nicht mehr, was das Blöde ist. Irgendwas war das Blöde, auf jeden Fall. Ganz sicher. Ganz sicher, da war was Blödes. Ah ja, wir haben keinen. Wir haben Archimedes irgendwas. Ich will Archimedes sagen, aber das stimmt irgendwie nicht. Amidämmer, oder wie der hieß. Den haben wir nicht mehr. Karl Knuder bekommt Sargov. Wir haben auf jeden Fall keinen Architekten in unserer Gruppe und das heißt, es wird lange dauern, Belagerungszeug zu bauen. Aber ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie hin. Na gut, ich glaube, das sind ungefähr 10 Minuten und wie gesagt, nur eine Testaufnahme, also keine Angst, die normalen Videos werden wieder zwischen Viertelstunde und 20 Minuten, wenn alles so läuft, wie ich das möchte. Ah ja, cool. Und wir können auch die Folge eigentlich damit schließen, weil ich das letzte Mal, womit ich die Folge erst anfangen wollte, nämlich das Knuder hat jetzt Sargov und geht da rein und wird hoffentlich für dessen Sicherheit sorgen. Alles klar. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht es gut.